und die Technik. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, hier bei uns in der Akademie. Es ist meistens so, wenn man ein Mikrofon in die Hand nimmt, dann kann es auch passieren, dass es nicht funktioniert, so wie jetzt. Hören Sie mich? Ja. Wunderbar. Mein Name ist Christian Baumgartner, ich bin bei L'Oréal schon ein paar Jahre angestellt, bin hier für ein paar Marken zuständig und freue mich, dass Sie hier sind. Es ist zum ersten Mal, dass wir unsere Akademie hier am Ring anders nutzen als sonst. Hier stehen normalerweise Stühle herinnen, da vorne gibt es eine Leinwand, hier werden Friseure geschult, hauptsächlich Friseure, aber auch Kosmetiker. Und es gibt ein paar Räume, da darf man heute nicht reinschauen, weil da sind die Stühle drin. Also das ist wie, wenn man zu Hause Gäste hat, da ist meistens auch so irgendwo ein Raum, wo man sagt, also bitte da lieber nicht, weil da ist alles drinnen, was man im Prinzip wegräumen musste. Ja. Ich freue mich sehr, sehr, dass es uns gelungen ist, diese Ausstellung zu machen. Ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, also ich habe auch versprochen, ich spreche nur 5 Minuten. Ich möchte Ihnen nur kurz erzählen, wie es denn dazu gekommen ist. Bei uns gibt es einmal im Jahr einen besonderen Tag, wo wir uns alle von L'Oréal auf soziale Gefilde begeben, wenn wir so wollen. Und da gibt es viele, viele Sachen, die wir uns aussuchen können, wo wir diesen Tag verbringen, um Sachen zu machen. Ich habe das vor 4 Jahren zum ersten Mal gemacht und habe mir gedacht, meine Frau ist da, deshalb muss ich jetzt ganz die Wahrheit sagen. Ich bin nicht faul, aber manchmal ein bisschen bequem. Und ich habe mir gedacht, na, ich suche mir was aus, was ein bisschen cool ist. Weil es gibt wirklich Hardcore-Sachen, also zum Beispiel irgendwelche Räume ausmalen oder wie soll ich sagen, Hecken schneiden mit Dornen dran und solche Sachen. Und ich dachte, nein, das mache ich nicht. Ich gehe zur Balance. Und ich kam bei der Balance an und war eigentlich im Prinzip so gepolt, dass ich gesagt habe, naja, schauen wir mal. Und was entdecke ich dort? Erstens einmal eine wunderbare Tagesstruktur, so heißt das, eine wirklich tolle Sache. Und die zweite Geschichte war, ich habe die Künstler entdeckt, die Bildbalance. Also ja. Für mich war es im Prinzip auch mit der Spresa. Für mich war es ein Moment, wo man dann auf einmal ein bisschen Respekt vor der eigenen Courage hatte. Und ich habe gleich aufgezeigt, wer geht zu den Künstlern? Ich. Und dann ist es im Prinzip eine Geschichte gewesen und jetzt wird es im Prinzip genau das, was mich so bewegt hat. Dann im Prinzip. Ich habe mir die Frage gestellt, wie integriere ich mich denn dort und wie werde ich denn dort angenommen und was machen wir denn dort? Und ganz ehrlich gesagt, ich habe was entdeckt, was für mich bis heute so prägend ist, wenn ich an die Bildbalance denke, das ist der Begriff der Freiheit. Und das habe ich dann dort erlebt. Ich kann es nicht beschreiben, wie man das sagen sollte, aber im Endeffekt ist es so, dass man dort, es wird gearbeitet oder auch nicht. Man bemüht es davon, dass es ist anders, als wenn wir, wo wir im Management tätig sind, dauernd unter Druck sind, unter Stress sind. Und es entstehen Sachen und es entstehen in kompletter Freiheit. Und vor einem Jahr haben wir dann gesagt, ein Jahr hat das jetzt gedauert, haben wir gesagt, okay, wollen wir denn vielleicht einmal gemeinsam was machen? Und da habe ich dann die Katharina und den Christoph kennengelernt, wir haben hin und her gemeldet und haben uns dann die Freiheit genommen, ein Jahr lang an dieser Ausstellung zu arbeiten. Das ist sensationell. Und für mich ist es im Prinzip so, diese warme Atmosphäre der Bildbalance nach außen zu tragen, dorthin zu tragen, wo sie hingehört. Mich freut das sehr, dass es wirklich entstanden ist. Und ich habe mir einen einzigen Schwindelzettel geschrieben, von ich bin. Ja, das ist Taktik. Ich wollte im Prinzip eines machen. Ich wollte alle wirklich persönlich begrüßen, aber der Christoph Hitzbund natürlich, der kommt nach mir recht an. Was mir sehr, sehr wichtig ist, also ich will jetzt nicht allen 100.000 Leuten danken, aber einen Dank möchte ich aussprechen. An die Ursula, ich weiß nicht, wo sie ist. Ist sie da? Die Ursi leitet die Akademie. Und die Ann ist unsere Assistentin hier in der Akademie, weil die zwei haben mich aushalten müssen. Also was das betrifft, weil wir hatten keine Bilderleisten hier und wir hatten im Prinzip, wir waren gar nicht vorbereitet auf eine Ausstellung. Jetzt haben wir das alles. Und was wirklich beeindruckend war, wenn man reinkommt und diese Räume sieht, mit diesen wunderbaren Kunstwerken. Ich kann auch sagen, also als peripher Kunstbetroffener, so wie ich mich bezeichne, immer, ist es wirklich, wirklich toll gelungen, diesen Raum in das zu verwandeln, was er ist. Und dank dieser wunderbaren Künstler, die in der Bildbalance arbeiten und heute hier sind. Und mich freut es hier sind. Und jetzt möchte ich auch eines noch, und das ist ganz, ganz wichtig, lieber Christoph,
Du hast mir versprochen oder du hast gesagt, du möchtest ein paar Worte auch zu den Künstlern selber und zu den Werken sagen. Deshalb bitte ich dich, auch ohne Mikrofon zu mir zu kommen und das zu machen. Christoph Speich. Herzlich willkommen. Nur ganz kurz. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken an Christian Mann und seinem Team von L'Oréal, von der Akademie L'Oréal, die uns diese Ausstellung ermöglicht haben. Mein Anliegen ist einfach, wir haben jetzt die Künstler von Bildbalance haben ein Jahr lang an diesem Thema Schönheit gearbeitet. Ja? Und ich würde euch gerne erzählen, was jeder einzelne Künstler oder Künstlerin mit diesem Begriff Schönheit anfangen konnte. Fangen wir vielleicht bei der Lise Hinterlechner an. Sie hat gesagt, für sie ist Schönheit Gold. Da gibt es eine Arbeit, wo sie einfach die monochromen Gold gemalt hat. Das ist sehr untypisch für die Lise, weil sie sonst eigentlich in Codes malt. Die malt so farbige Codes, die dann eine Geschichte ergeben. Wenn sie also ein Bild malt mit nur einer Farbe, erzählt sie in dem Sinn keine Geschichte mehr. Darum gibt es auch nur dieses eine goldene Bild. Der Darko hat gesagt, dass für ihn Schönheit die Bäume sind. Unter anderem hat er auch noch andere Bilder gemalt, weil das ja eben über ein Jahr gelaufen ist. Wir haben jetzt hier für diese Ausstellung nur die schönen Bäume von Darko ausgestellt. Dann geht es weiter mit der Andrea. Die Andrea hat mir letzte Woche noch gesagt, für sie ist Schönheit die Familie. Darum stehen auch bei den meisten Bildern die Namen von der Mama und von der Oma und von ihrem Bruder und sie selber drauf. Die Spresa, die unter ihrem Bild sitzt, für sie ist Schönheit malen, 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 malen. Steht das, Spresa? Ja, malen, malen, malen. Ja. Bravo. Und aus dieser Fülle von ihren Arbeiten haben wir die paar Sachen ausgesucht. Für den Franz Wedel, der sich sprachlich nicht artikulieren kann, bin ich mir ganz sicher, dass für ihn die Schönheit die Frau oder der Körper der Frau ist. Und diese Auseinandersetzung mit den Fotos von L'Oréal und seinen Zeichnungen finde ich unangenehm. Die Bettina, für die Bettina ist die Schönheit, wie sie gesagt hat, die Mode und die Steine und so. Und sie hat ein ganzes Jahr lang eigene Mode kreiert. Bei der Steffi Wimmer, sie hat gesagt, dass Schönheit für sie verliebt sein und schmusen ist. Und da gab es jetzt die verliebten Steine, die verliebten Bäume, die verliebten Spaziergängerinnen und so weiter und so fort. Dann haben wir noch den Rudolf Egger, der heute leider auch nicht hier sein kann, weil der musste gestürzt, ja, musste operiert werden. Und für ihn ist Schönheit die Entstehung des Lebens und das Leben selber. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Johannes. Der Hans? Johannes. Johannes. Der konnte ja, also der kann sich sprachlich auch nicht ausdrücken und da fällt es mir jetzt schwer, etwas zu den Bildern zu sagen, weil das wäre jetzt reine Interpretation von mir. Aber ich hoffe, dass Sie sich alle die Mühe nehmen, einzutauchen in die Bilder und selber was zu entdecken. Herzlichen Dank. Ja.